Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem weiteren Lotus-Video. Und ihr seht, wir sind heute mal nicht mit der Straßenbahn unterwegs. Nein, heute geht's mal mit dem MAN hier durch den Kurs. Und zwar handelt es sich hierbei um eine neue Karte, die bereits am 1. April 2020 erschienen ist mit dem Titel Kirchheim Tech. Und nein, sie ist nicht fiktiv, denn das ist ein realer Ort. Das kann uns Hobby bestätigen, der nämlich dabei ist. Ja, das stimmt. Kirchheim am Tech, also was da unnormal ist, verstehe ich zwar auch nicht. Also diesen Ort gibt es wirklich. Das Ganze wird gebaut von BWT Martin, wenn ich das jetzt richtig jetzt rausgeschrieben habe. Und wir können nur sagen, unbedingt weiterbauen, denn das ist nämlich die erste offizielle Busmap, die es jetzt im Steam Workshop gibt. Es gibt zwar Karten, wo man halt mit dem Bus fahren kann, aber man merkt halt, dass diese Karten weiterhin natürlich auf Straßenbahn ausgelegt sind, weniger auf Bus. Deswegen freut es uns natürlich umso mehr, dass es jetzt mal den ersten Schritt, ja, für das Streets-Modul natürlich mal nach vorne geht, um halt auch mal ein bisschen Bus fahren lassen zu können. Schade natürlich hier, der Bus passt jetzt natürlich jetzt nicht so hundertprozentig auf die Karte, denn wir haben hier einen Doppeldecker und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, denn auch der Hobby meinte nämlich schon, hier sind eigentlich Solobusse oder Gelenkbusse unterwegs. Ja, also wir haben keinen Doppeldecker in Kirchheim Tech. Und BVG fährt hier auch nicht. Na gut, das ist ein Repaint, das kann man ja vielleicht noch verändern. Ja. Aber wie gesagt, so die Doppeldecker ist natürlich, das ist natürlich was passiert, ja, in Richtung Bus. Das sieht man natürlich groß im Forum. Ja, da werden natürlich viele, viele Busmodelle werden schon gezeigt, werden vorbereitet. Aber bei den Karten, da ist es natürlich richtig ruhig, ja, da hört man relativ wenig. Deswegen natürlich umso geiler, dass es hier in der Richtung mal ein bisschen vorwärts geht, so eine richtige Busmap. Die Karte ist noch nicht final, da wird noch einiges passieren, wahrscheinlich jetzt noch in Zukunft. Ja, mal gucken. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn wir da weiterhin auf dem Laufenden bleiben. Wenn uns der Martin da uns weiterhin auf dem Laufenden halten können, wäre das natürlich großartig. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dass meine Karte aus Württemberg kommt und das nicht weit weg auf Stuttgart. Hat mich sehr gefreut. Deswegen also hier auch von uns, ne? Wir gucken uns das Ganze jetzt ganz gemütlich an, lassen uns überraschen und ja, von daher würde ich sagen, Handbremse gelöst, Gang eingelegt, los geht's. Ja. Die heiligen Schilder sind zwar, kommen zwar ähnlich nah, doch sind schon ähnlich, aber nicht die genaue reale Haltestelle von der VVS, aber sehen so ähnlich aus, kann man schon mal sagen. Wie gesagt, wenn zum Beispiel jetzt Objekte benötigt werden, Martin, dann melde dich doch einfach bei uns auf dem Discord am besten. Ja, da kommst du vorbei. Vielleicht kannst du ja da zusammen mit dem Hobby, wie gesagt, Hobby kennt den Ort. Vielleicht könnt ihr da zusammen da irgendwas bauen, das natürlich dem der Realismus näher kommt halt. Ne? Das wäre natürlich eine schöne Sache. Ja, warum auch nicht? Ich bin ein Freund von Realismus. So, dann werden wir mal hier um den ZOB fahren, der natürlich hier noch nicht fertig gebaut ist. Der Hobby ist da natürlich schon der fehlende Bahnhof aufgefallen. Ja, wo die S1 dann endet. Der hat, glaube ich, 5 oder 6 Bahnsteige insgesamt. Doch schon so ein großer Bahnhof, ja. Ja. Das Netz ist schön. Und gut, wenn man halt nicht bauen kann, da verstehe ich das ja schon, dass man halt dann nur die Objekte benutzen kann von dem Workshop und dann guckt, welche Objekte sehen so ähnlich aus. Da wird schon passen halt relativ gut halt rein, ne? Ja, also die am nächsten dran sind. Natürlich hat man nicht die Objekte, die man wahrscheinlich benötigt, denn jeder Ort ist ja nur doch irgendwie anders, ne? Ja, aber wie gesagt, falls da irgendwie Hilfe vonnöten ist, wie gesagt, dann kommst du zu uns auf den Discord und dann der Hobby, glaube ich, der unterstützt dich da gern. So, mal schauen. Wir warten jetzt natürlich erstmal auf unsere grüne Ampel. Ja, das ist schön. Wisst ihr ja immer, wenn man Bus fahren möchte. Außerdem, ich habe das jetzt auch endlich herausgefunden. Vielen Dank aus den Kommentaren. Die Sichten wechsle ich mit den Pfeiltasten, nicht mit der Bildauf- und Bildabtaste. So, wir müssen jetzt hier rechts rum. Wir haben grün.
So. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Nö, alles gut, passt. Weil hier gibt es nämlich lange, lange keine Haltestelle. Also wir fahren jetzt hier einen langen, langen Weg hier. Ja, also. Gibt also ein Bahnsteig, zwei, drei, vier Bahnsteige gibt. Aber die S-Bahn hält halt nur auf einen einzigen Bahnsteig. Weil die Strecke ist ja einspurig vom Lochingen bis Kirchheimteck. Für die S-Bahn einspurig hinein. Ich dachte wirklich, das erste Mal, wo ich das gehört habe, hier sehen wir zum Beispiel, da, dass die Karte noch im Bau ist, ne? Also das wird auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, aber für den Fortschritt, der hier in der Karte drin steckt, Wahnsinn. Nee, aber wo ich den ersten Mal den Namen gehört habe, dachte ich, das ist ja kein realer Ort. Ne? Kirchheimteck, das ist wahrscheinlich fiktiv, aber nein, ich wurde eines Besseren belehrt. Ja, hier eine große Baustelle, hier auf der linken Seite, ja, ist natürlich Platz für große Gebäude. Ja. So, ich fahre einfach mal währenddessen. Hobby wird sich schon einklinken. Oh, ja, also komplett kenne ich die Strecke nicht aus, denn ich gehöre mich ja doch groß, auch wenn man es nicht glaubt. Dafür, dass man es erst gar nicht kennt. Ja, das auch noch. Also, was ich ein bisschen komisch finde, die Haltestelle Hilfspfeile, was es darstellen soll. Das sind Hilfspfeile, ja. Damit du halt weißt, wo du langfahren musst. Ach so. Na gut, hätte der auch deine nehmen können. Ich glaube, das sind sogar meine. So, nein, nicht die, meine, die Haltestelle-Dinger. Sieht so komisch aus. Die Haltestellen? Das sind auch meine. So, weil der die Dopp. Danke. Weil die. Die sehen komisch aus. Nein, ich meine nicht die, aber da hat sie ja doppelfällig einmal auf dem Boot und einmal. Achso, das weiß ich auch nicht, ja, warum das. Das meine ich komisch, aber sonst sehen die gut aus. Hier haben wir so einen kleinen Platz hier. Willkommen in der Fußgängerzone. Ja. Straßenbahn und Fahrradfrei ist natürlich ein bisschen schade, ne? Ja, Straßenbahn. Hat Kirchheimteck noch nie gehabt. So, oh, weiter. Also die Haltestellschilder sind nicht real, das ist nur Beton. Aber wir können ja mal gucken, vielleicht kennst du den Ort. Wir sind jetzt an der Stadthalle. Stadthalle. Hier fährt die 161 nach Oettlingen. Oettlingen, da kenne ich mich besser aus. Den Stadtteil. Ich glaube, das ist ein Stadtteil von Kirchheim, wenn ich mich nicht täusche. Ja, da bin ich schon öfters mit der S-Bahn ausgestiegen. Da sind immer die 161 mal vorbeigefahren. In MAM Solo-Bus von der OVK. Zu Deutsch Umbi-Busverkehr. Kirchheim heißt die Firma. Das ist die Busfirma, wo in Kirchheim Tech rumfährt. Die fährt auch nach anderen Städten vorbei. War auch eine lange Zugunternehmen bei der Stuttgarter Straßenbahn auch täglich. Hat damals die Linie 75er als Zugunternehmen gefahren in Stuttgart. Kirchheimer Busverkehr gesessen. So. Sieht zwar schon nicht aus realistisch, nein. Kann man es lassen. Ja, das habe ich gemacht. Oh, wo ist da mit dem Spiegel jetzt hin? Alles klar. Okay. Die sind weg. Kaputt gemacht. Das ist einfach nur schwarz. So, wir sind jetzt Medius Klinik. Was? Nevio Klinik? Medius Klinik. Achso. Also. Warte mal. So. Dann weiter geht's. 161. Ja. 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 So, hier ist schon mal der Fahrplan der Originale. Guck ich mal, du bist
Alter, die Linie fährt sogar weiter als beim ZOB, sehe ich hier. Also ZOB fährt die nicht, die fährt bis Kirchheim. Alt fährt, was Altvaterweg fährt die insgesamt, ist eigentlich Endstation und nicht am ZOB schon, das ist eine ganz kleine Führung. Ja, es kommt Stadthalle, da kommt Medium Klinik, stimmt auch, das muss ja. Hegelstraße eigentlich kommen, die ja, nächste Hand. Ja, gucken wir. Die Haltestelle ist schon in Sicht. Sogar den originalen Fahrplan rausgekuschen. Gucken wir das dann genau. Ich glaube nur gerade, dass ich keine Spiegel mehr habe, warum auch immer. Ja. Der Lotus. Ja, also, oh, ich würde mich schon freuen. Gut, Helfen kam nach klar, eins oder andere reale Objekte dazufügen oder ihn dafür geben. Dass die Karte noch realistischer wird, warum auch nicht. Wir unterstützen gerne die schwäbischen Kollegen. Ich kann zwar Haltestellen zwar bauen, aber ich kann die nicht schildern oder beschriften. So. Schauen, ob die Hegelstraße ist. Hier ist die Hegelstraße, genau. Stimmt auch schon mal. Auch ein Buspunkt an den Martin. Hier haben wir auch ein Edeka stehen. Das weiß ich nicht, ob das realistisch ist. Nachschauen. Edeka ist tatsächlich genau da, also auch nur ein Pluspunkt. Also versucht hat tatsächlich wirklich real nachzubauen. Ja, das stimmt. Also ich, wie gesagt, ja, habe schon mal nachgeguckt. Gerade stimmt tatsächlich, da ist ein Edeka. Ich bin ja nicht die komplette Linie lang gefahren, und ich kenne halt nur den Stadtteil Oettingen sehr gut. Wo die Linie vorbeifährt, den Abschnitt kann ich auswendig schon sagen. So, die Haltestelle heißt jetzt Fabrikstraße. Boom, und mein Fahrplan. Jep, stimmt. Das sehen wir schon im Stadtteil Öffingen. Hier ist. Was? Hier scheint an der Haltestelle direkt so ein Fabrikgebäude zu sein. Nachkontrollieren. Oh, da ist nämlich so ein kleines Wartehäuschen hier. Aber das ist doch eigentlich relativ putzig hier alles gebaut. Klar, wie gesagt, viel fehlt noch hier. Ne? Da haben wir zum Beispiel einen schwebenden Baum hier. Ne? Das ist aber, ja. Ihr seht auch zum Beispiel, ne, so bis jetzt mal so Ausmaß. So, ne? Also hier hinten ist natürlich alles leer. Das wird dann wahrscheinlich noch bei Zeiten dann geupdatet und alles sowas. Aber so im Großen und Ganzen, ja, ist hier schon Fortschritt auf jeden Fall drin. Brick ist zwar da, aber was heißt denn? Dort könnt ihr hinhauen, da ist die Fabrik. So.
Da kann der Punkt auch hinhauen, dass es realistisch wird. Boah, das hört sich doch super an, denn. Ja, also. So. So ist nicht. Gucken, ob wir mein Laden realistisch hergestellt haben. So, wenn du denn natürlich noch die originalen Objekte denn hast, ja, die du brauchst dafür. Ja, also. Ja, der hält ja auch an diesen Bahnhof Uettingen an. Das ist ja einspuriges Gleis von der S1, weil von Blochingen aus ist ja doch Blochingen oder Bendingen. So, wir sind jetzt in der Haldenstraße. Ja, Haldenstraße. Ja, check. Jetzt muss gleich Endstation sein, Haltestraße, aber dann ist ja der Einspurstraße, da muss es ja andere Richtung noch anders kommen. Da führt einmal ein Riesenkreis herum. So, hier ist mir noch ein kleiner Fehler aufgefallen, hier steht ein Roller. Aber dadurch, dass es so ein 2D-Roller ist, sieht man ja den von hinten nicht. Ja, gucke, wenn du hier so fährst, ne, normal halt, würdest du jetzt voll durch den Roller fahren. Also ja, entweder austauschen mit einem 3D-Roller oder den irgendwie auf dem Bordstein stellen. Ja. Ist gespannt, wie der Bahnhof auch aussieht. Ja, die Karte ist offiziell gleich zu Ende. Ja, und dann geht's halt, weil es eine Einbahnstraße ist, was man in Endstation hat, fährt man dann einspurig wieder von der Endstation eine andere Strecke lang wieder. Hier stand sogar schon eine Ente rum. So. So. Geendet. Aber ich Endstation, dann fährt sie geradeaus weiter bis zum Bahnhof und vom Bahnhof fährt die dann von Kirchheim wieder Tech weiter. Ja, das ist jetzt eine Halde, wo wir jetzt sind. Ja, Heidel. Aber dann geht's noch weiter. Moment. Na, wir werden jetzt uns das komplette Stück jetzt hier noch angucken. Wie gesagt, da drüben seht ihr ja, ne, dass jetzt hier alles noch nichts bebaut ist. Ne? Ja, dann kommt Karpfenweg, dann kommt Wart. Da kommt Oettinger Bahnhof, am Basen, Apotheke, Fabrikstraße, dann Fabrikstraße ist ja wieder zweispurig, würde man sagen, zu den Busspuren. Bis zur Apotheke ist es alles einspurig quasi. Okay. Ja, das ist eine lustige Geschichte. Ja, ich kaufe meine Modellbusse beim Optiker. Jetzt ist es lustig an, aber ist es so? Weil der Optiker tut gleichzeitig seine Modelle bei eBay verkaufen als zweites Geschäft. Warum nicht? Wo ich erst mal gekauft habe, dann heißt ja, du holst persönlich ab oder du zahlst halt 5 Euro brutto, dann spare ich mir. Klar, Schwabe halt. Dann bin ich halt hingefahren per Ort. Und dann standen die Adressen Apotheke, ein Optiker da. Hey, Optiker? Hm. Da bin ich reingegangen, hab ich ihn das gefragt, sag ja, ich da habe ich gleich einen Optiker, da hat man die Brillen gesehen und da hat man dann die Modellbusse dann gesehen. Also, fand ich lustige Geschichte. Genau, da fällt der. Ah ne, das ist nicht der Bahnhof. Hab mich gerade gewundert. Wo ist meine S1 nach Stuttgart? So, das ist die Haltestelle Karpatenweg. Richtig, also das stimmt schon mal. Ja, also wenn er das mein Optiker hingemacht hätte, hätte ich ihn gefeiert. Also, na gut, da kaufe ich zwar keine Brille, aber ich bin ja aber Filmen. Stuttgart. Ich war nur in Kirchheim aber Strich Öffingen, wie meine Modellbusse gibt. Da günstig einkaufen. Nun wäre ich ja nicht so weit hingekommen. Kirchheim. Ich hab bei mir der S-Bahn. Schauen, wie lange man von hier bis dahin fahren müsste.
So, hier haben wir leider schon keinen Namen mehr. Steht nichts mehr an den Haltestellen dran. Das kommt. Moment. Oh doch, warte, hier steht noch Wart, steht hier dran. Ja, nee. Ja, Wart stimmt auch schon. So, und dann. Wenn wir jetzt praktisch hier wieder zurückfahren, jetzt links erstmal, weil hier geht es ja nirgendwo mehr weiter. Ja. Hier also, links. Na? Würde man hier praktisch hier durch diese ganzen Straßen so durchschlängeln, weil hier ist die Baustelle. Genau. Genau und da, genau da in der Hier ist am Basen. Ja, genau, da ist auch mein Modellladen halt. Ach, das ist sogar da, ja? Da musst du dein Modellladen ja richtig bauen. Und da ist der Bahnhof oder da, wo die Bäume stehen, hier, da. Oettlingen Bahnhof. Ja, das stimmt auch da. Fährt auch die 163er, stimmt auch. Und da, wo die Bäume stehen, da steht der Bahnhof und da fährt er die S1 geradeaus zur Kirche im Bahnhof dann hinein. Ja, das stimmt schon mal. Und die haben ganz alte, sogar ganz uralte Verkehrsnamensschilder noch. So ganz komische. Ja, also. Schaut's doch schon mal eigentlich ganz gut aus. Ja, hier ist es leider so ein bisschen versteckt hier. Ja. Die Apotheken, wo sei das Schild? Oder hat es doppelt gemacht? Keine Ahnung. Ja, dann. Ist sie nur Eke? Apotheke, sehe ich hier bloß. Ja, die Haltestelle heißt ja Apotheke. Die heißt direkt so. Ah, okay. Ja. Nach Wasen, wie ich hier sehe. Genau. Dann haben wir hier noch die Haltestelle. Apotheke. Was ist das hier noch für eine Haltestelle? Hier haben wir noch Fabrikstraße. Achso. Ja, dann fängt die wieder zweispurig an. Oder? Fährt die wieder zurück nach Kirchheim. Also die fährt eigentlich weiter als bis Bahnhof. Die fährt dann bis nach, hier ist der Fahrer, bis nach Alter Vaterweg. Alter Vaterweg. Das ist natürlich auch. Ja, normal heißt ZOB, dann geht's weiter nach Hahn, Beidestraße, dann kommt Rosmarkt, dann kommt KW-Halle. Bismarckstraße, Eichendorfstraße, Tannenbergstraße, dann Bulksweg, Spielplatz. Also da kommt noch eine ganze Menge auf jeden Fall. Also insgesamt fast, als hättest du 26 Minuten. Und andere Seite 33 Minuten sogar. Also das ist doch auf jeden Fall schon mal eine Ansage auf jeden Fall. Naja, was können wir abschließend zu sagen? Also auf jeden Fall ist natürlich schon Potenzial definitiv drin hier in der Karte. Macht schon mal Spaß zu fahren. Klar, wie gesagt, jetzt ist die Karte noch nicht rund. Da muss natürlich noch dran getüftelt werden. Aber so der erste Eindruck auf jeden Fall einfach mal schön, wirklich schön, mal eine Buskarte hier abfahren zu können. So, weißt, wo man sich einfach so denkt, so großartig. Es passiert auch mal in der Richtung, was? Ja, jetzt muss man natürlich gucken, wie baut man das Ganze halt noch, wie kann man es jetzt weiter ausbauen. Ja, wie gesagt, ich denke mal, Hobby würde sich hier bestimmt als helfende Hand zum Beispiel anbieten. Ja, allgemein wahrscheinlich die Leute, die Objekte bauen können, die werden sich da bestimmt irgendwie anbieten können, damit die Karte hier ja auf jeden Fall schon mal noch realistischer wird von dem, was sie ja jetzt gerade sowieso schon zu bieten hat. So wie man den Hobby gehört hat, schaut es ja eigentlich ganz gut aus. Ja, es ist. Ja, also es sieht schon realistisch, naja, aber es ist ein guter Weg danach, sagen wir so. Also er macht nichts falsch. Von daher kann man die Karte absolut empfehlen. Wie gesagt, BWT Martin, ja, wie gesagt, meldet sich einfach bei uns, schreibt es im Discord oder sonst irgendwas. Und ihr könnt ja gerne mal eure Meinung einfach mal in die Kommentare hauen, schreibt einfach mal rein, was hattet ihr denn so von der Karte, von der ersten Busmap, ja, wie steht ihr dazu? Dann, wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion, schreibt unten einfach alles rein. Und sonst lasst einfach ein Like da, freue ich mich sehr drüber. Und wir bedanken uns, verabschieden hier uns Kirchheim Tech und hoffentlich sehen wir uns hier demnächst mal wieder, wenn es ein weiteres Update gibt. Wir verabschieden uns, sagen danke fürs Zugucken, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.